Hi, ich bin Laura und ich habe für euch heute ein Bonusvideo. Und zwar habe ich den Fotowürfel bereits in meinen Dezember-Videos gezeigt, habe aber gemerkt, dass es viel zu schnell ging und deswegen heute nochmal eine längere Version für euch, damit ihr es Schritt für Schritt nachmachen könnt. Ich habe als erstes zwei Holzwürfel genommen und die mit Washi-Tape beklebt, sodass sie miteinander verbunden sind. Als nächstes habe ich den linken Holzwürfel umgeklappt, sodass er auf dem rechten Holzwürfel lag. Nun habe ich die linke Fläche ebenfalls mit Washi-Tape beklebt. Und anschließend habe ich den Würfel dann wieder zurückgeklappt in seine ursprüngliche Form und habe ihn so vertikal hingelegt. Das habe ich mit drei weiteren Würfelpaaren gemacht, wobei ich die in der Mitte so hingelegt habe, dass das Washi-Tape nach außen zeigt und der dritte Würfel genauso liegt oder das dritte Würfelpaar genauso liegt wie das erste, das ich hingelegt habe, also auch vertikal. Das Ganze habe ich dann einmal umgedreht und dort ebenfalls Washi-Tape beklebt, und zwar jeweils die zwei Würfelpaare, die nebeneinander liegen, also der äußerste mit dem mittleren und auf der anderen Seite der äußerste mit dem mittleren. Wenn ihr alle Washi-Tapes horizontal beklebt habt, so wie ich das jetzt hier gerade mache, können wir auch schon weitergehen. Und zwar werden nun die beiden äußeren Würfel nach innen geklappt, sodass es ein großer Würfel wird. Als nächstes neigt ihr ihn dann wieder so, dass ihr die linke Seite seht, und auch diese wird wieder mit Washi-Tape beklebt, so wie ich das jetzt hier gerade tue. Danach dreht ihr den Würfel so, dass ihr nun die gegenüberliegende Seite vor euch habt, und auch diese beklebt ihr genauso in dem gleichen Prinzip mit Washi-Tape. Das war es im Großen und Ganzen schon. Jetzt muss nämlich wirklich der Würfel nur noch beklebt werden. Und zwar habe ich dafür ganz normalen Klebestift genommen und die einzelnen Fotos schon vorgeschnitten auf die Größe der jeweiligen Würfelflächen. Das könnt ihr so machen oder ihr könnt es auch im Nachhinein vorsichtig schneiden. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es mit dieser Technik einfacher ist. Als nächstes habe ich dann den Würfel aufgeklappt und auch diese Fläche wieder mit Klebestift vorsichtig bestrichen und auf dieser Seite wieder ein weiteres Foto aufgeklebt. Das ist sozusagen so ein bisschen eine Mosaiktechnik, und schaut unbedingt vorher, dass ihr passende Fotos wählt, die dann auch wirklich in dieses Format passen. In meiner zweiten Fotowürfelversion habe ich übrigens die einzelnen Fotos, also die einzelnen Schnipsel, etwas kleiner geschnitten als den Würfel an sich. Das hat auch einen schönen Effekt und das seht ihr gleich nochmal beim Endergebnis. Das sieht ein bisschen anders aus, weil es dadurch so einen Rand sozusagen erzeugt um die Fotos nochmal herum. Danach wird der wieder nach außen geklappt, dabei bleibt aber die Form dieselbe. Also wieder so eine längliche Form, wieder mit Klebestift bekleben und anschließend auch wieder das nächste Foto nach und nach aufkleben. Dann wieder nach außen, nach hinten umklappen, sodass ihr jetzt wieder einen richtigen großen Würfel habt. Und auch diese Seite wird mit einem quadratischen Foto beklebt.
Ihr wisst im Prinzip, dass ihr alles richtig gemacht habt, wenn ihr am Ende kein Washi-Tape mehr auf irgendeiner Seite seht. Wieder nach außen klappen und dieses Mal habt ihr wieder eine längliche Seite. Auch diese Seite wird natürlich wie immer mit Klebestift bestrichen. Hier hätte ich mich im Nachhinein eher für ein Hochkantformat entschieden, habe da ein Querfoto genommen, aber ich finde, wenn man es später ausklappt, wäre hier eigentlich ein Hochformatfoto besser gewesen und deswegen könnt ihr das aber entscheiden, wie ihr möchtet. Wenn euch das stört, dann benutzt hier ein Hochformatfoto. Das wird wieder nach außen umgeklappt und auch diese Seite wird natürlich bestrichen mit Klebestift und anschließend mit dem Foto auch aufgeklebt. Und dann seid ihr mit dem Fotowürfel schon fertig. Und zwar könnt ihr ihn nun langsam vorsichtig aufklappen. Schaut unbedingt, wie ihr ihn klappen müsst, damit ihr ihn nicht kaputt macht. Aber das war eigentlich auch schon die ganze Anleitung. Es ist wirklich ein richtig süßes Geschenk, gerade für, ja, vielleicht den Freund oder die Freundin, für die Mama. Und das kann man sich sehr gut auf den Schreibtisch stellen. Und wenn man mal daran denkt, einfach mal, ja, durchwürfeln sozusagen. Also ich finde, das ist ein sehr einfaches DIY, gerade wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Und ansonsten könnt ihr mich gerne abonnieren und dieses Video liken, wenn euch das gefallen hat, dass ich mal so ein Quick DIY mache. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!